Lampe. Grüß Gott. Ich will meinen Duft, Lieblingsdüfte für den Herbst und Winter zeigen. Herbst in Anführungsstrichen, weil, ja, oh ja, eigentlich schon Herbst auch. Deswegen fangen wir zuerst mit dem Herbst an. Das sind eigentlich nur zwei, weil das sind die einzigen beiden, die ich eigentlich immer meistens so zur Herbstzeit oder auch zur Winterzeit trage. Es geht um zwei Yves Rocher Düfte. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Einmal der Evidenz. Das ist nur eine limitierte Edition von der Verpackung her. Es hat so ein Glitzerblümchen drauf. Jetzt gibt es aktuell noch eine neue Verpackung. Ich habe die ja eine Zeit lang gesammelt, außer eine fehlt mir, aber die fand ich damals noch nicht so schön, aber die mit den Schneeflocken, die hätte ich schon gern. Deswegen überlege ich, ob ich auch den bald verwenden soll. Obwohl ich den eher erst immer so Herbst... Stimmt eigentlich auch nicht ganz. Also der, finde ich, geht eigentlich immer. Ja, also im Sommer jetzt nicht. Im Sommer ist er natürlich zu viel, aber Herbst, Winter ist der auf jeden Fall einer meiner Lieblinge. Dann gibt es davon noch eine andere Variante. Und das ist der Intense. Schaut auch ganz anders von der Flasche aus. Hat unten so ein... Ich weiß nicht, wenn man die Hände davor gibt, sieht man es besser. Seht ihr das, was ich meine? Der riecht eher süßlicher. Soweit ich mich erinnern kann, hat er noch zusätzlich Praline drinnen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, die Zeit von Yves Rocher ist schon sehr lange her. Ich bilde mir ein, er hat Praline drin. Wie ihr seht, sind noch beide ein bisschen verwendet, weil ich die schon angefangen habe mal. Ja. Aber die beiden mag ich echt gern. Herbst wie auch Winter. Dann ein Duft, wundert euch nicht, wenn die so ein bisschen dreckig sind. Ich kriege sie nicht sauber. Deswegen versuche ich sie ohne Stöpsel oder so herzuzeigen. Weil die Stöpsel, die sind immer am ekligsten. Ich glaube, das müsste ich mit Glasreiniger sauber machen. Da hätte ich viel zu tun. Das ist ein Duft, den ich mir mal auf einer Erotikmesse gekauft habe. Und der, finde ich, geht im Winter immer, obwohl ich den auch manchmal auf Erotikmessen noch oben habe. Ich liebe den und den kriegt man nicht mehr. Und ich habe Angst, dass der leer geht. Ich sollte den aber aufbrauchen, weil die Farbe hat sich ein bisschen verändert vom Duft. Der war früher hellgelb und jetzt ist er schon ein bisschen dünkler geworden. Das ist mir aufgefallen, weil ich mir mal vor kurzem ein altes Duftsammlungsvideo angeschaut habe, wo der auch dabei war noch. Und ja, ich glaube, ich werde den heuer aufbrauchen. Mir wird das Herz bluten, aber ich glaube, ich werde ihn heuer aufbrauchen, weil er ist schon wirklich sehr alt. Und besser, ich benutze ihn und liebe ihn, als ich muss ihn wegschmeißen. Er riecht noch genau gleich. Also da ist Gott sei Dank noch nichts passiert. Er riecht noch komplett gleich, Gott sei Dank. Aber das ist mein absoluter Lieblingsduft. Ich glaube, ich würde mir sogar die Flasche aufheben, ich kleiner Chunky, weil ich die so cool finde. Können Sie das sehen? Die ist so... Man sieht das, finde ich, gar nicht. Auf jeden Fall ist sie so... Jetzt sieht man es ein bisschen. Ja, ich finde die so schön. Da ist auch noch relativ viel drin. Ich habe den schon ein paar Mal verwendet, aber es ist noch relativ viel drin. Das heißt, ich werde den bald aufbrauchen. Oh, mein Herz blutet. Aber ich will sowieso die zuerst aufbrauchen, die... wie soll ich das sagen? Die ohne Verpackung sind, die ohne Schachtel sind. Ich habe nämlich schon mal einen aufgebraucht, der auch zu Winter dazugehört, auf jeden Fall. Und es handelt sich um den Black Opium, da habe ich mir ja damals die Verpackung aufgehoben. Der gehört einfach im Winter dazu und es gibt ja Gott sei Dank eine günstige Variante, die ich mir unbedingt kaufen musste. Obwohl ich noch einen anderen Black Opium noch zu Hause habe, ich habe noch das Eau de Toilette auch. Aber das mag ich nicht so wie das Eau de Parfum. Also das erste von dem mag ich am liebsten. Das Floral geht auch noch, aber das erste mag ich am liebsten. Und das ist ein Dupe dazu. Das ist von Larif, das Touch of Woman. Sie schauen sich nicht ähnlich, aber es ist ein Dupe dazu. Würde ich auch jetzt bald verwenden, weil ich habe auch dazu ein Deo und ich freue mich schon drauf, das zu benutzen. Was ich noch sehr gern im Winter benutze, weil den habe ich oft in der Arbeit verwendet, deswegen habe ich mir den auch gekauft. Bei irgendeinem Tiki Max Einkauf war da mal dabei. Von Elisabeth Arden, den Always Red. Leider geht er beim Müll aus dem Sortiment und ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir nicht noch einen kaufen soll. Weil da gibt es ihn jetzt auch um 20 Euro und ich habe sogar beim Tiki Max jetzt mehr bezahlt. Ich glaube 24. Ich glaube 24 Euro. Aber da war eine Bodylotion noch mit bei und so ein kleiner Roll-On war auch mit drin. Den liebe ich auch voll. Boah,
Ich liebe den. Das ist so ein richtiger, schwerer, aber süßlicher Duft. Ich kann Düfte nicht so gut beschreiben, aber ich gebe mir Mühe. Der ist so richtig schwer und süß. Deswegen überlege ich, ob ich mir so eine kleine Variante nochmal nachkaufen soll, damit ich den bald aufbrauchen kann. Ich weiß, ich bin behindert, ich habe eh so viel, aber. Zum Beispiel der da hinten. Seht ihr den? Das ist der Calvin Klein. Hat mein Freund da hinten hingestellt. Ich finde den absolut genial. Ich verstehe nicht, warum Müller den rausnimmt, beziehungsweise warum Elisabeth Arden den rausnimmt. Habe ich eh schon geschimpft mit einer Dame, was von Elisabeth Arden kommt. Als letztes habe ich noch einen Duft, den habe ich auch früher, wie er rauskommt, ist sehr, sehr oft in der Arbeit benutzt. Deswegen habe ich ihn jetzt auch. Ja. Das ist von Kenzo, das Elixier. Könnt ihr das sehen? Das ist diese ganz, ganz rote, dunkelrote. Ich meine, in der Kamera schaut es braun aus, aber wenn man es ins Licht hält, sieht man, dass es dunkelrot ist. Und ich liebe den Duft von dem. Oh Gott. So. Ich liebe den Duft. Das ist so. Ich bin nicht so der Vanillefreund. Aber ich finde, da riecht man das richtig warme Vanillige raus. Also das ist so richtig warm, kuschelig warm vanillig, finde ich. Ich kann das nicht anders beschreiben. Aber richtig, richtig, richtig geil. Richtig, richtig mega geil. Das ist auch einer meiner absoluten Lieblinge für den Winter. Ja, was für mich trotzdem noch geht, den habe ich euch aber, zeige ich euch jetzt nicht, weil den habe ich im Frühling und Sommer herzeigt. Das ist der Elisab. Den benutze ich auch im Winter, auch wie im Sommer. Ja, sorry für den kleinen Cut. Ja, ich bin eigentlich durch mit meinen Düften. So viele sind das gar nicht, fällt mir gerade auf. Es sind echt wenig, oder? Aber ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, was euer Lieblings-Herbst-Winterduft ist. Und dann, ja. Das Video ist so kurz, ich habe mich so vor dem Video gedrückt und jetzt ist es eigentlich so schnell gegangen, echt bescheuert. Ja, das war, weil ich die Düfte, natürlich, es ist voll Dufte. Das ist, weil ich die Düfte erst suchen musste, weil ich so viel habe. Deswegen kommt doch kein Sammlungsvideo. Bitte nicht danach fragen, es ist einfach zu viel. Ich will zuerst ein paar aufbrauchen, vielleicht kommt dann irgendwann einmal eins, aber dabei. Sonst bin ich wieder genervt, wie bei dem Sammlungsvideo von den Bodylotions und so. Und das wollt ihr ja nicht, oder? Ja, also das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ihr könnt mir gerne mal schreiben, was euer Lieblingswinterduft ist. Oder ob ihr nur einen benutzt und den schon seit Jahren. Das ist auch interessant. Das hat meine Mom immer gemacht. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!